Keiner wusste, warum sein Sohn immer kränker wurde. Dann öffnete er die Flasche und fand etwas Schreckliches. Der schlimmste Albtraum aller Eltern ist es, ihr Kind krank werden zu sehen. Krank werden ist eine unvermeidliche Sache der Kindheit und ein wesentlicher Bestandteil des Wachstumsprozesses. Wenn ein Kind jedoch ständig und ohne ersichtlichen Grund krank wird, kann dies für viele Elternteile umso schlimmer sein. Denn schließlich könnte das, was wie eine normale Erkältung oder Grippe aussieht, tatsächlich viel schlimmer als eigentlich gedacht sein. Penny Powell hat kürzlich eine Reihe von Fotos auf Facebook geteilt, die viele Eltern schockieren könnten. In dem Post beschreibt Penny, wie verzweifelt ihre Freundin war, als ihr Sohn immer kränker wurde. Nach einigen Nachforschungen hatte der Vater des Jungen das Gefühl, dass etwas mit der Babyflasche, die sein Sohn benutzte, nicht stimmen könnte. Die fragliche Flasche hatte ein auslaufsicheres Ventil. Es soll vermeiden, dass so der Inhalt der Flasche nicht auslaufen kann. Der Vater bemerkte jedoch, dass ein seltsamer Geruch aus dem Mundstück kam. Mit einem Messer in der Hand schnitt er den Auslauf der Flasche auf und entdeckte etwas, womit er nie in seinem Leben gerechnet hätte. Angewidert von seiner Entdeckung stellte der Vater sofort fest, dass sein Sohn die ganze Zeit aus einer Flasche voller Schimmelpilze getrunken hatte. Penny teilte die Fotos auf Facebook und enthielt Fotos von anderen Eltern, die genau die gleiche Entdeckung gemacht hatten. Nachdem sie einige Antworten erhielt und die Erfahrung anderer Eltern gehört hatte, wurde klar, dass sie alle etwas gemeinsam hatten. Und zwar hatten sie alle Flaschen von der Marke Tommy Tippy verwendet. In den Zwischenräumen sammeln sich bei jedem Gebrauch kleine Mengen an Flüssigkeiten an. Wenn sich die Flüssigkeitsreste ansammeln und nicht gründlich ausgewaschen werden, bildet sich Schimmel. Anfangs mag es wie Schmutz aussehen, aber die kleinen Punkte sind der Beginn einer gefährlichen Pilzkolonie. Schimmel zu essen oder zu trinken kann zu einer ganzen Reihe von gesundheitlichen Problemen führen, darunter Magengeschwüre, entzündete Hals- und Nebenhöhlen, starkes Erbrechen, Fieber und viele andere Krankheiten. Deshalb wird dringend empfohlen, Kinderflaschen nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen und regelmäßig auf mögliches Wachstum von Schimmel zu überprüfen. Vergesst nicht, dieses wichtige Video mit eurer Familie und Freunden zu teilen, damit auch sie über die möglichen Gefahren mit Babyflaschen aufgeklärt sind.